Ja, und damit würde ich sagen, wohlan, liebe Freunde, und willkommen zu This Land is My Land. Mit eurem König. Wir werden hier ein bisschen deutschen Gameplay raushauen für dieses Early Access Spiel. Weil wer mich kennt, der weiß, dass ich mir vorher nicht viel Gedanken mache über solche Spiele. Ich gucke mir die Bilder an, ich gucke mir die Trailer an und muss einfach dann sagen, wenn dieses Spiel einfach gut aussieht, dass ich dann einfach dabei bin. Ne? Also deswegen habe ich mir dieses Spiel rausgesucht, weil es unfassbar cool aussah. Ich bin gespannt, wie weit man kommt, da es noch Early Access ist und halt nur Einzelspieler. Das heißt, irgendwann muss der Content zu Ende sein. Aber da freue ich mich schon tierisch drauf, weil es wird garantiert wieder ein Spiel sein, was tierisch mit Landschaften punktet und halt mit der Story, ne, logischerweise. So, dein Name ist deine Abstammung und wird dir große Macht und großen Niedergang bringen. Ja, wie nennen wir uns denn mal, ne? Normal heiße ich ja Alex der König. Aber ich glaube, in so einem Fall müssten wir also etwas Indianerisches nehmen, ne? Ich weiß auch nicht hundertprozentig, was die Story beinhaltet. Dementsprechend bin ich da genauso gespannt drauf. Wir können ihn... Die große Krone könnten wir ihn nennen. Das heißt plus 19 Gewicht. Okay, Gewicht. Und wir müssen uns ein Tier aussuchen. Welches Tier ist denn relativ königlich? So ein Hirsch ist schon sehr königlich, muss man sagen. Ja, ich weiß nicht hundertprozentig genau, was uns das sagen soll. SP. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, was das meinen könnte. Was macht die Eule? Verbesserte Einschüchterung, passive Munition, minus 2 Krieger. Wir nehmen den Hirsch. Der Hirsch passt. Ja, ist schon ein sehr königliches Tier, muss man sagen. Und ist auch auf, denke ich mal, sehr vielen königlichen Wappen vertreten. Von daher gehen wir mit diesem Tier mal in die Szenerie rein. Ich hoffe, man kann alles gut genug sehen. Wenn ich gleich in den Untertiteln sein sollte, werde ich mich wegschieben. Sein Camp befindet sich ziemlich weit von der Grenze entfernt. Er bevorzugt es, seine Stärke wachsen zu lassen, bevor er in einen offenen Krieg eingeht. Normaler Start. Ziemlich nah an der Grenze. Er kennt die Gefahr, aber tapferer Krieger weiß, was zu tun ist. Harter Start. Oder direkt im Herzen der Schlangengrube. Er rennt vor keiner Gefahr davon, nicht einmal vor dem Tod. Ich bin ja immer eher jemand, der solche Spiele gerne auf normal spielt. Deswegen, ich habe meine jetzigen bisherigen Einstellungen auch auf normal und wir gucken dann einfach mal, was da passiert. Man kann es ja weiterführen, wenn es zu langweilig wird. Sich nicht so gut an. Normal ist es schon eine sehr lange Ladezeit. Vielleicht schneide ich das auch noch raus bei Bedarf. Das ist nur cool. Tapfere Krieger ziehen zu dem kürzlich aufgebauten Camp. Na, auch hier. So, die große Krone. Unsere Flucht war recht überstürzt. Ich musste ohne Waffen aufbrechen. Wie gut, dass ich am Straßenrand etwas Holz gefunden habe. Nun habe ich alles, das ich für die Fertigung von
Wooden Bow und Wooden Arrows brauche. An dieser Stelle sehr gute Übersetzung. Wie lange ist es her, dass ich es etwas selbst hergestellt habe? Tja, ich sag mal so, als Häuptling bzw. als König ist man für diese niedere Arbeiten aber auch nicht unbedingt der Fachmann, ne? So, drücke Tab. Drücke Tab und öffne den Tab fertigen. Ja, da haben wir schon mal den Wundenbau. Erinnert mich ein bisschen an Scum gerade. Da fertige ich nämlich meistens auch genau das beides am Anfang. Diese kleine Anzahl von Pfeilen wird nicht ausreichen, um einen echten Widerstand zu leisten. Ich brauche mehr. Ich muss Hickory suchen. So, bewerben, rollen. Oh, nice. Sprinten ist klar. Haltung ändern, stehen kriechen, okay, ist klar. Kameraseite umschalten mit Q, okay. Perspektive umschalten, Third Person oder Ego Person. Ich denke, wir bleiben als Third Person. Das wird etwas entspannter sein, aber Q. 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 Oh, okay. Und eher der rechtslastige Kamera. Ne? Okay, man bewegt sich eher mit der Maus hin und her. Sammle Zutaten zum Fertigen von Pfeilen. Woodholz. Aha. Gibt's auch noch anderes Holz? Haben wir hier? A brown mushroom. Um die Auswahl benutzbarer Gegenstände zu öffnen, heilen Fallen 2. Ah, okay. Was macht der? 7 Gesundheit innerhalb von 7 Sekunden. 7 Ausdauer innerhalb von 1 Sekunde. Okay. So, aber ich denke mal, um hier so etwas wie Büsche zu zerkloppen, bräuchte ich vielleicht mal eine Axt, ein Messer. Oder so. Ansonsten sehe ich mich gerade hier nicht so richtig in der Lage. Wir können mal gucken, vielleicht kann ich es auch herstellen. Fallen, Mahlzeiten, Heilung, Energie, Busse, Behandlung, Bögen, Fallen, Stärke, Spezielles, Pfeile. So, ich muss das erstmal lernen. Ja, okay. Und jetzt brauche ich Wood fertigen. Ziel schon vorhanden. Wie Ziel schon vorhanden? Dachte ich hätte im Inventar so etwas. Na, das habe ich wahrscheinlich eben gebraucht, ne? Aber Ziel schon vorhanden ergibt jetzt keinen großen Sinn für mich. Gut, ist alles auf irgendwie auf Deutsch übersetzt worden. Da muss man noch immer ein bisschen Verständnis für haben. Gerade in Early Access Games, in wie vielen Sprachen die das hier auch schon ein bisschen bereitgestellt haben, ist das eine. Da muss man immer ein bisschen, finde ich, Verständnis walten lassen. Da haben wir jetzt so. Ah. Solche Büsche sind das also. Okay, wir sprinten mal ein bisschen. Ich bin ehrlich, das ist mir ein bisschen zu langsam. Was haben wir hier? Bugbrush. Ob wir hier irgendwas finden? Na? Das war auch ein hübsches Pferd, ne? Da wurde es ein bisschen angemalt. Sind schon wieder Fasching. Naja, wir sind ja im Widerstand, ne? Widerstand, da werden Pferde angemalt. Ne? Und das Pferd mal. Ich meine, ihr seht das. Ne, dieses Pferd drückt aus, komm mir nicht so nahe, oder du kriegst die Masern. Hand drauf. So, es ist nicht effektiv, wenn ich all diese Ressourcen alleine suche. Speziell, wenn ich neue Camps erreiche. Was? Speziell, wenn ich neue Camps erreichten. Mein Territorium mal weiter weg. Ich war eine gute Idee, ein paar Krieger zu schicken, um Flachs zu sammeln. Ja. Ja. So, Tab zum Sammeln schicken. Das ist meine Lieblingsaufgabe, ne? Zum Sammeln schicken. Nicht großartig.
Blicke auf das Lagersymbol. Lagersymbol, Lagersymbol. Fähigkeiten? Lagersymbol, Lagersymbol. Hier oder was? Da, sammeln. Sende Krieger zum Rohstoff sammeln. Ah, okay. War jetzt nicht, finde ich, so schnell zu erkennen. So, wie viele brauchen wir denn? Ein Krieger? Einer reicht oder was? Oder beide? Nee, ein. Okay, null Krieger hat Waffen. Gruppe ausrüsten. Achso. Bitte schwebe dann mal aus das Objekt. Benutze den Button Krieger geben. Um ein bestimmtes Objekt den Krieger zu geben, die du gerade senden willst. Kriegern geben. Wo ist denn dieser Button? So, nimm hier mal ein Pferd mit, ne? Sammeln. Was brauchen wir? Halte links Alt und links Shift und klicken gedrückt, um bestimmte Mengen an das ganze Stapel zu geben. Okay. Aber ich soll dir noch erstmal sagen, was sie sammeln sollen, ne? Was sollten die nochmal sammeln? War das nicht irgendein Leaf? Darf, ne, Flachs war es, ne? Tja, aber irgendwie ausrüsten kann ich die nicht. Ich denke mal, ich habe da nur nichts. Es sind viele wichtige Dinge zu tun. Achso, erstmal oben lesen. So während meine Krieger die wenigstens für den Moment wichtigste Ressourcen sammeln, kann ich Zeit darauf verwenden, Herstellungs- und Sammlungsbefehle vorzubereiten. Dinge, an denen meine Krieger später arbeiten. Es sind viele wichtige Dinge zu tun, aber ohne Ressourcen werden wir unseren Widerstand nicht fortsetzen können. Ich finde das ein bisschen schade, dass ich hier einfach ohne Kontext in irgend so einen Widerstand gesetzt wurde. Ne? Wer hat mir denn was getan? Du etwa, oder was? Ja, du bist doch mein Krieger, oder nicht? Und du, Kollege? Du siehst auch sehr beschäftigt aus. Ja, wackel ab. Wackel lieber ab. Ja, wenn der Chef kommt, ne? Um hier zu arbeiten. So, speichern, ausruhen. Wir speichern mal. Oh, ging schnell als erwartet. So, Vögelcamp-Bestellung, Inventarbestellung hinzu. Ah ja, der muss los. Wir haben Aufträge. Ab. Wo sind hier die Aufträge? Angreifen, Pferde sind Patrouille. Ach da! Und klicken auf Auftrag hinzufügen. Ich denke, die meinen Befehl. Okay. Ich sag mal so: Übersetzung würde ich jetzt erstmal im ersten Eindruck eine 3- geben. Warte mal, abbrechen. Was soll ich? Wooden. Ja, es ist immer gut, ein paar zusätzliche Wooden Bow und Wooden Arrow zu haben. Alles klar. Also, Pfeile sind erstmal wichtiger, weil ich habe ja schon einen. Was brauchen wir? 50 Pfeile. So sehe ich uns. Ich habe mein Pferd vor langer Zeit verloren. Es scheint, dass ich einen neuen Partner für die kommende lange Reise brauche. Jedes dieser gezähmten Pferde kann mir gehören. Welches sollte ich wählen? Na ja, gut, wir hatten hier eben schon muss eine Partnerwähle greifen, geht seine Bindung ein, um einzugehen. Ein bisschen Avatar-mäßig, ne? Bindung eingehen. Holt er jetzt gleich seinen Zopf? Naja. So, ja. Boss, 300. Das war jetzt nicht mein Auftrag. So, auf dieser Seite sind ja die Anmalungen schon etwas wilder. Da kann man schon einiges. Also das ist die aggressive Seite und hier ist so die ein bisschen so die spielerische Seite, ne? Das meine ich eben hier, greif mich an und kriegst die Masern, Hand drauf. Naja, komm. Wir schließen mal das Bündnis. Ach so. Ja gut, das muss mir natürlich einer sagen, dass ich hier das Pferd jetzt so komplett nach meinem Gusto. Ich nehme natürlich ein weißes Pferd, ne? Das ist, finde ich, völlig klar. Weißes Pferd, schwarze Mähne, oder?
Güldenes Haar wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber ich bin, glaube ich, für schwarzes Haar. So, einen Sattel. Der muss schon ein bisschen was hermachen. Aber ich sag mal, die Auswahl ist begrenzt. Muss denn schon ein dunkler Rahmen sein? Ja, das passt schon eher. Bemalung, so, jetzt wird es nämlich aggressiv. Was? Ja, also es gehen nur die Punkte, ne, dann bemalen wir den nicht. Bin ich ehrlich, weil. Also kommt, diese Punkte, das ist aber auch wirklich so. Name des Pferdes. Die große Krone. Das ist ja unser Pferd. Jolly Jumper wäre ein bisschen zu easy. Wir nehmen Maximus. Na, wer den Film Rapunzel neu verföhnt kennt, der wird mir zustimmen, dass dieses Pferd Maximus heißen muss. Aber verbesserte Tasche durch den Namen jetzt, oder was? Ja, fühle ich. So, halte E, um die Fähigkeitenauswahl zu öffnen. Es gibt viele verschiedene Typen von Fähigkeiten. Manche werden mit G oder Gehalten aufgerufen, während andere passiv sind und nur ausgewählt werden müssen. Weitere Fähigkeiten können unter dem Reiter Fähigkeiten erlernt werden. Okay, also mit E. Häuptling, die Bastarde, die mich eingesperrt hatten, sind aufgebrochen und haben mein altes Ketten niedergebrannt. Es ist nur eine kurze Distanz von hier entfernt. Die Beute in meinem Camp war gut versteckt. Ich bezweifle, dass sie sie gefunden haben. Ich muss losgehen und danach suchen. Ich habe eine Menge nützlicher Dinge gesammelt. Klingt interessant. Ich werde hingehen. Easy, ne? So, warte mal, wir wollten mal mit E Siedlung niederbrennen. Kann das nicht bitte hier als erste. Wieso ist denn das hier die erste Fähigkeit, die ich auswählen kann? Bin mir nicht sicher, ob ich diese Meldung gerade gut finde. Stein werfen, locke den Feind. Kräuter rauchen. Ja, komm, hier, Kräuter rauchen. Wie war das noch? Genau, jetzt. Oh, erstmal eine Pipe durchziehen. Hey. Das muss ich mir erstmal durch den Kopf gehen lassen. So, in der Nacht greift nämlich der Indianer an. So, vom Pferd absteigen, schleichen, mit C gleich Schritt wechseln. Okay. So, das sieht aus, als wenn ich da lang müsste. Ich habe 5 Pfeile dabei, ne? Da geht auch was. So 200 Meter noch. Sagen, die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber ich sag mal so, die Landschaft, die finde ich schon sehr geil. Macht schon Spaß, die Landschaft. Ist das hier das Land oder was? Kannst du es. Spiel nur dann speichern, wenn du einen sicheren Ort befindest und sicheren Ort gehören. Manche Kämpflage. Ja, okay. Verstanden. So, nimm den mal bitte in die Hand. Nein! Ach, das ist nicht schon wieder an der Pfeife rauchen hier. Verdammt, dieses Massaker ist das Werk der Bande der Alejandro Astol. Das ist ihre kranke Art. Muss Alejandro Astol verhören, um zu erfahren, wer der Bastard ist, der ihn geschickt hat.
Hatte ihn als letztes gesehen bei Sherman Forest Camp, im Sherman Forest Camp. Muss da hingehen, um den Namen des Bastards herauszufinden. Ja, erstmal on the fly übersetzen, ne? Ist klar. Plündern. So, nämlich. Wir nehmen mal alles. Du bist überladen, ja, das war abzusehen. Hier denn noch was drin? Nicht. Oh, ja, okay. Nee, das ist auch richtig so, dass hier, dass ich nicht viel zu viel dabei habe, dass es dann zu schwer ist. Wir gucken mal, ob wir was beim Pferd gleich ablegen können. Wir können auch erstmal die Sachen, die wir jetzt beim Pferd gefunden haben, zurückbringen. Ich hätte das Pferd auch mal zu mir rufen können, ne? Knick, so, noch Z. Die Satteltasche. Da passt 70 rein. Na, das hört sich gut an. So, rüber. Hinlegen. Ah ja. Hinlegen. 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 Ach, muss ich für jeden einzeln machen? Ah ne, mit Shift Alt, ne? Ja, ich erinnere mich. Gunpowder. Ja. Heilt. Heilt. Heavy Bleeding. Light Bleeding. Ja, das ist alles relativ wichtig für mich. Wie können wir das Holz da reinpacken? Arrows haben wir jetzt genug. Komm, Pferdchen. Maximus, wir müssen los. Großer Felsen versperrt uns den Weg. Probieren's mal. Upsa. Hey, ruhig, Bruno. Ja gut, das ist eine Sackgasse. Konnte ich nicht ahnen, Maximus. Da müssen wir uns mal was anderes suchen. Da kommen wir schon, wenn wir uns durch. Ich würde mal sagen, vielleicht sprinte ich auch nicht mehr. Ich mache nur so ein leichter Anzieher. So, da ist ein Hirsch oder ein Reh. Ich habe nur die Anzeige gesehen habe ich gerade keins. Mal hier hin. Aber nachts ist die Zeit schon die große Krone, ne? So, das war auf jeden Fall ein Hirsch. Ein Reh. Wer hier denn? Angefangen, einen Tipi zu bauen. Trete in das Gebiet von Sherman Forest Camp ein. Ja, alles, ne? So. Und jetzt hier gerade, ne? Geräusche wirken nicht vertraut.
Das pennt. Kein Wunder, ich denke die ganze Zeit, hier steht irgendwo was. Ach, guck mal, wir sind so mit der Natur in eins. Oh, Obacht. Ah, nee, das ist nur ein Busch. Mal so ein bisschen anlaufen. Wie mein Fußballtrainer immer gesagt hat, ein bisschen anschwitzen. Weil während des. Oh, da sind wir ja schon. Stelle ich dich mal hier ab, Maximus. Das erledige ich alleine. Große Krone kommt. Siedlung niederbrennen, finde ich. Na gut. Ist ja gern wie ich. Bögen ja. Na, den hin. Aha. Mit linker Maustaste ist nicht alles, was man mit dem Feind Nahkampf tun kann. Wenn du einem Feind nah genug bist, kannst du mit F ein Verhör auslösen. Während des Verhörs kannst du nützliche Informationen lang beachten. Verhör kann durch Töten oder Betäuben des Feindes beendet werden. Hinweis: Wenn dich der Feind entdeckt oder wenn er dich in einem Moment bewusst ist, kannst du ihn nicht sofort ergreifen. Er seine Gesundheit auf 16% reduzieren. Das ist aber auch eine sehr genaue Zahl, ne? 16%? Da hat sich einer was ausgedacht, ne? Perfekt. Danke für den Hinweis. Ah, okay. Alles klar. Ich mein Feier. Die Geräusche haben mir gerade gar nicht gefallen, bin ich ehrlich. Wir sind ja auch in der Nacht unterwegs. Ich weiß nicht, ob das ja hier auch so ist, dass du in der Nacht dann halt tatsächlich auch die schlafenden Leute hast. Keine Ahnung, wie weit deren Sichtfelder sind. Entsprechend probiere ich mal mein Glück hier außen rum. Pennt jemand? Der sägt gerade ein bisschen. Ja gut, ist klar. Just don't do anything. He's over there. Please don't hurt. What's that? Opa. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Everyone. Hey, I see someone. God. Hey, over there. Enemy. I need to reload.
anything? Hey, over there! Enemy! The enemy's here! I repeat, the enemy is here! Hey, do you see anything? I think he's over there somewhere. Ich muss mich, glaube ich, heilen. Sonst ist hier ganz schnell zappenduster. Ah, wie mache ich das? Ach, 4. Ah, fuck, ey, ich hab's zu spät gesehen. Ja gut, Freunde. Wie ihr meine Serien wahrscheinlich kennt, beenden wir gerne eine Folge mit einem Tod. Von daher sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis gleich.